Mein Name ist Barbara Syrowatka. Ich bin Mitarbeiterin bei der Akzente Jugendinfo. Zu uns kann man kommen, wenn man Fragen hat rund ums Thema Ausland oder ich will weg. Insbesondere auch natürlich zum Thema Au-pair. Ich war selber Au-pair in Amerika und wir können wirklich viele, viele Tipps und Hilfestellungen rund ums Thema Au-pair geben. Au-pair ist Französisch und heißt ja auf Gegenseitigkeit. Als Au-pair arbeitet man und lebt auch bei einer Familie im Ausland. Man kümmert sich dort um deren Kinder. Man kann natürlich auch so seine Sprachkenntnisse verbessern und auch generell Auslandserfahrungen sammeln. Grundvoraussetzung ist auf jeden Fall, dass man wirklich gerne mit Kindern zusammenarbeitet. Man muss offen für Neues sein, sehr flexibel sein, wirklich auch ein bisschen Organisationstalent mitbringen und man muss sich bewusst sein, man übernimmt sehr, sehr, sehr viel Verantwortung. Als Au-pair, was ja wirklich auch ein Job ist und nicht nur ein Auslandsaufenthalt, es ist ein Job, den man annimmt, hat man auch wirklich viele Aufgaben. Nämlich diese beginnen von in der Früh und gehen bis am Abend. Man ist oft auch 10 Stunden am Stück mit den Kindern beschäftigt, mit Aufstehen, Zähne putzen, Frühstück machen, zur Schule bringen, dann wieder abholen, Nachmittagsaktivitäten, Hausaufgaben machen. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie alt die Kinder sind, aber primär kann es natürlich sein, dass der Au-pair-Tag bis zum Abendessen der Kinder dauert. Als Au-pair hat man natürlich sehr vielfältige Aufgaben, natürlich in erster Linie sich auch um die Kinder zu kümmern. Auch leichte Hausarbeit gehört dazu, wie natürlich auch mal den Geschirrspüler einräumen oder den Müll rausbringen. Aber primär ist man für die Kinder verantwortlich, sprich auch für das Kinderzimmer, für die Wäsche der Kinder, wenn die Kinder Schmutz machen oder es recht ausschauen lassen. Auf jeden Fall sich nach einer guten und seriösen Agentur umschauen. Eine Agentur bedeutet zwar auch, dass Vermittlungsgebühren anfallen, es bedeutet aber auch, dass man Hilfestellung bekommt beim Bewerbungsprozess und bei den Reisevorbereitungen. Eine Agentur sorgt auch dafür, dass man zu einer Familie kommt, die natürlich im Vorhinein überprüft worden ist. Zusätzlich sorgt eine Agentur natürlich auch dafür, dass man einen Arbeitsvertrag bekommt und die Arbeitszeiten und das Taschengeld geregelt sind, was ja auch eine ganz, ganz wichtige Sache ist. Und wenn ich mich dafür entscheide, als Au-pair ins Ausland zu gehen, ist es natürlich auch im Vorhinein ganz, ganz wichtig abzuklären, ob die Visumsbestimmungen es überhaupt erlauben, dass ich in dieses Land gehen kann, um dort als Au-pair zu arbeiten. Ein weiterer wichtiger Punkt, den man auf jeden Fall beachten sollte, wenn man sich für den Job als Au-pair entscheidet, ist, dass man natürlich auch die Voraussetzungen, die man mitbringen muss, immer gut im Auge behält. Nämlich bin ich alt genug, habe ich genug Kinderbetreuungserfahrungen oder Kinderbetreuungsstunden, habe ich einen Führerschein, brauche ich einen Führerschein. All diese Dinge muss man auch vorab klären, wenn man sich dafür entscheidet, als Au-pair ins Ausland zu gehen. Den größten Tipp, den wir auf jeden Fall geben können, ist, je mehr Kinderbetreuungserfahrung man hat, wenn man als Au-pair ins Ausland gehen möchte, desto besser. Kinderbetreuungserfahrungen können sein, Nachhilfe geben, Babysitten, bei Jugendcamps oder in Jugendzentren mal mitgeholfen zu haben. Kinderbetreuung kann ganz vielfältig sein und je mehr und je unterschiedlicher, desto besser. Das kommt wieder ganz darauf an, in welches Land es gehen soll als Au-pair. Ich kann auch 2 Beispiele geben, damit man ungefähr einen Anhaltspunkt hat, was was kosten kann. Wenn man zum Beispiel als Au-pair nach Amerika gehen möchte, belaufen sich die Kosten auf circa ab 890 €. Hier ist aber zum Beispiel schon der Flug inkludiert. Innerhalb Europas ist es deutlich günstiger, jedoch ist hier die Reise noch nicht inkludiert im Preis, aber innerhalb Europas kann man schon ab ca. 280 € Vermittlungsgebühr als Au-pair im Ausland tätig werden. Wichtig natürlich auch neben den Kosten ist, dass man darauf schaut, welche Leistungen auch inkludiert sind in den Preisen. Das heißt, ist schon eine Versicherung inkludiert, ist eben auch der Flug oder die Anreise schon inkludiert. Unser größter Tipp, den wir zukünftigen Au-pairs geben können, ist auf jeden Fall, sich rechtzeitig anzumelden. Zwischen 4 bis 6
Monate vor dem gewünschten Ausreisezeitraum sollte man sich auf jeden Fall um eine Bewerbung kümmern. Für alle weiteren Tipps rund um das Thema Au-pair kann man natürlich jederzeit zu uns in die Akzente Jugendinfo kommen, uns ein Mail schreiben oder uns auch gerne anrufen. Wir können auf jeden Fall weiterhelfen zu allen Fragen rund ums Thema Au-pair.